Pferdeschwänze sind mega hart. Junge. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flirt Fails. Einen wunderschönen guten Pia. Herzlich willkommen. Ich habe heute den anderen Phil verdrängt. Ja. Ich darf jetzt mal wieder mitmachen. Leider. Ja, heute darfst du ja mitmachen. Ihr habt die Kombination sehr gefeiert beim Intro der letzten Folge. Hey. Es wäre eine heftige Folge gewesen. Ja, wenn der andere Phil noch mal Zeit hat, vielleicht macht ihr irgendwann mal eine ganze Folge zusammen. Mal gucken, ich weiß nicht, ob er jetzt noch Bock hat nach der Aktion. Ich weiß auch nicht. Hast du gute Sachen dabei? Ich habe ein paar verstörende Sachen verstörend. Dabei. Verstörend? Ja. Das ist natürlich nicht so gut. Ich habe eine gemischte Tüte, würde ich behaupten. Okay. Und fangen wir wie immer an mit den Anmachsprüchen, oder? Ja. Soll ich loslegen? Leg gerne los, ja. Okay, ich habe nämlich direkt ein Namenswortspiel hier am Start. Ah! Mittlerweile ist es echt schwierig, einen Überblick zu behalten. Ich kannte den jetzt, glaube ich, noch nicht. Ja, man kann sich gar nicht man mehr weiß erinnern, es nicht, ob man ne? Aber ihr hatte, korrigiert ne? uns schon in den Kommentaren, wenn ihr den schon kanntet. Ja. Also, hier schreibt jemand einem Mädchen nach Sophie. Den Namen hatten wir auf jeden Fall schon mal. Da kommt es auf jeden Fall schon mal vor. Er schreibt, hey, wenn du mir nicht zurückschreibst, finde ich es so fies von dir. Aber bei so guten Witzen schreibst du mir so fies so zurück. Den hatte ich nämlich auch. Echt? Ja, den hatte ich auch. Ey. Ja. Ja, nicht diese so Namenswortspiele, die sind nicht immer mega geil, aber manche sind auch schon ganz witzig. Ich finde die trotzdem eigentlich immer witzig. Das ist immer ein schmaler Grat. Ich habe jetzt natürlich auch direkt eins am Start. Jawohl. Und zwar heißt die junge Dame Luisa. Okay. Und der Herr erzählt ihr eine kurze Geschichte aus seinem Leben. Und zwar erzählt er, ich war letztens mit meiner Schwester nach einer neuen Handtasche gucken. Und als sie die Louis sah, oh nein, ist sie total ausgetickt. Ach du Scheiße. Ey, aber sowas hatten wir auch noch nicht. Er verpackt den Namen ja jetzt nicht mal irgendwie in einem Spruch, der ihm was bringt. Er erzählt einfach so irgendwas Belangloses, um den Namen da einzubauen. Er hätte danach noch schreiben müssen, also und als wir die Luisa ist sie total ausgetickt, jetzt weiß ich wieso. Ja, so. Ey, hier, guck mal, du hast den Spruch vervollständigt. Ich hab den ein bisschen verfeinert noch, würde ich sagen. Ja, wäre gut gewesen. Geil. Mein nächster Kandidat. Das ist so unfassbar schlecht. Er schickt der Dame ein Bild von einem Taucher. Okay. Und schreibt dann dazu, ich wollte mal in deinen DMs auftauchen. Ey. Man denkt immer, man hat schon alles gesehen. Ja, ne? Und dann kommt so ein komischer Taucher. Da, ja. Ich habe jetzt auch noch einen, also Taucher ist Kandidat Nummer 3. Ich habe jetzt hier Kandidat Nummer 4. Okay. Ganz kurz und knackig. Kurz und knackig trifft aber nicht auf den jungen Mann zu, wenn man ihm glauben darf, was er hier ausdrücken möchte. Er sagt nämlich, ich fahre einen Mini, um meinen großen Penis zu kompensieren. Oh. Ja, gut. Okay, alles klar. Ich wette, da ist was draus geworden. Also, Kandidat Nummer 4, der Mini. Der Mini. Und mein dritter und somit auch der letzte Kandidat für heute, Kandidat Nummer 5. Er schreibt, hey, liegt hier irgendwo eine Muschel rum? Und dann macht sie nur so diesen nachdenkenden Emoji, ne? Mhm. Und er, naja, irgendwo muss so eine Perle wie du ja plötzlich herkommen. Kandidat Nummer 5, die Muschel. Heute ist schwierig. Heute waren alle fünf ich kann mich nicht unfassbar schlecht. Ich kann mich wirklich beim besten Willen nicht entscheiden. Abstimmung jetzt hier oben und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Ich habe jetzt hier einen Chat, den mir ein Typ geschickt hat. Mhm. Ja, und er wollte eigentlich das Gespräch schon beenden, weil in seinen Augen irgendwie keine Gemeinsamkeiten da waren. Okay. Und ich finde, die junge Dame hat dann einen sehr eleganten Weg gefunden, festzustellen, dass sie doch was gemeinsam haben. Und das hat mich sehr amüsiert. Ja? Okay, ich bin froh. Also, die sind schon mitten im Gespräch. Das heißt, sie müssen vorher auch schon über gewisse Dinge geredet haben. Ja. Denn sie fragt dann, was studierst du? Er schreibt, ich studiere Jura an der Fernuni und Lehramt. Mhm. Was sind sonst deine Hobbys, will er dann wissen. Okay. Sie? Oh, okay. Tatsächlich habe ich gar keine wirklichen Hobbys. Was schon mal ein bisschen komisch ist. Okay. Auf jeden Fall sagt er dann, schade, dann haben wir wohl keine gemeinsamen Interessen. So, und er muss ihr vorher erzählt haben, dass er bei Rewe arbeitet. Das ist eine wichtige Info. Ja. Denn sie schreibt dann, wieso? Was sind denn deine Hobbys? Jetzt kommt's. Ich gehe gern einkaufen und du arbeitest bei Rewe. Ich finde, das passt gut. Ey, Trompa. Das fand ich geil.
Also sie haben keine Gemeinsamkeiten, aber dann entdeckt sie doch noch was. Ja, ja klar. Und was für einen? Und was für einen? Ja, das Schicksal hat die beiden eigentlich zusammengeführt. Ja, also sie arbeitet bei Rewe und sie geht gerne einkaufen. Perfect Match, würde ich sagen. Also die sind, ich glaube, die sind füreinander bestimmt. Ja, ich glaube, das hat sie noch überzeugt. Danach. Das muss Schicksal sein. Also so ein Zufall, dass sich zwei Menschen... Dass ja ausgerechnet eine trifft, die gerne einkauft. Dass die sich treffen, also das ist... Verrückt. Solche Geschichten schreibt auch nur das Internet, Leute. Ich bin wirklich hin und weg. Okay, komm. Ich mache als nächstes den... ekelhaft verstörenden, dann haben wir es hinter uns. Okay, okay, haben wir es hinter uns. Ich wollte es erst ganz zum Schluss machen, aber ich will es weg haben. Okay, komm, weg damit. Also, das Mädel schreibt den Typen sogar an. Hallo, er, geht's dir gut? Magst du Pferde? Oh. Sie, ja danke. Nee, ich bin nicht so das Pferdemädchen. Und er, hahaha, okay. Kannst du es dir vorstellen, von einem Pferd besprungen zu werden? Und sie, oh Gott, was? Nein. Und er, warum? Ich habe da so einen Fetisch entwickelt und das ist jedes Mal echt gut. Macht er das selber oder schaut er dabei zu? Macht er das selber oder wenn andere das machen? Also die Frage habe ich mir da auch schon gestellt. Sie schreibt, bitte was? Ist das Sarkasmus? Und er, nein, mein Ernst. Und sie fragt sogar noch nach, erklär mir das bitte. Und er, hahaha, okay, kurz diese Lache. Du stellst dich nackt vors Pferd, wir warten, bis es dich bespringt. Pferdeschwänze sind mega hart und echt lang. Können super zustoßen und haben eine gewaltige Ladung, die du spüren wirst. Junge! Das ist ja mit die verstörendste Nachricht, die ich... Und ich hoffe, danach hat sie ihn auch blockiert, weil das Gespräch ist dann auch zu Ende. Ja, also alles andere würde mich sehr wundern. Also, das ist wirklich ein Fetisch, der... Ui, er guckt dir dabei zu, ne? Egal. Ich will da gar nicht weiter drauf eingehen. Führen wir das gar nicht weiter Thema aus. Abhaken. Haken wir das Thema auf jeden Fall ab. Ich habe jetzt mal wieder was aus meiner Lieblingskategorie, ja? Okay. Ein Kompliment... Ein wundervolles Kompliment. Und dann gibt es eine Abfuhr. Ja. Okay. Und dann finde ich es immer beeindruckend, wie schnell diese Jungs ihre Meinung ändern. Ja. Also, okay. Er schreibt, hallo und einen schönen guten Tag, Alessia. Hm. Hauptsache Alessia geht's gut. Klar, ne? Das ist das Wichtigste. Hoffentlich störe ich dich nicht gerade zu sehr. Deine Bilder sind ja wirklich atemberaubend schön. Kompliment. Wow. So, und sie ist jetzt nicht so atemberaubend schön. Genau, sie ist jetzt nicht so angetan, sie schreibt einfach, jetzt auch nicht die feine englische Art, sie schreibt fast gekotzt. Boah, weil ja, sie okay. Die Nachricht so schmierig fand. Okay, 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 ja. So, jetzt geht's los. Grammatik und Satzbildung sind schon was Feines. Da geht's mir bei dem Anblick deiner Beschreibung und den Bildern, auf denen du drei Paletten Farbe im Gesicht hast, genauso. Häng dir doch direkt ein 5-Euro-Schild um. Siehst aus wie eine Puffmutter für Zirkusclowns. Ja. Aus deinem 60er IQ machst du besser 6,0. Boah. Was ein krasser Spruch krass. Noch am Ende, ne? Vorher waren die Bilder noch atemberaubend schön. Das ist ein krasser Sprung, und jetzt ne? ist sie die letzte Puffmutter, die sich ein 5-Euro-Schild umhängen soll und Zirkusclowns Das ist echt ähnelt. Ein sehr, sehr krasser Sprung. Ja, ist ein krasser Sprung. Hat mich wieder sehr beeindruckt. Ich hoffe, Alessia geht's gut. Hoffe ja? ich auch, ja. Ich ja? hoffe auch. Ich habe hier einen Fail. Es sind irgendwie vertauschte Rollen. Also, ein Typ hat mir einen Screenshot geschickt. Mhm. Das ist ein Spruch von einer Frau, mhm. aber wirklich auf dem durchschnittlichen Niveau von den ganzen Typen, die wir eigentlich okay. sonst mal haben. Aber ich weiß gar nicht, es könnte auch sein, dass er es sogar als Win interpretiert hat. Okay. Sie schreibt nämlich, ich bin wie ein Eichhörnchen, immer glücklich mit einer Eichel im Gesicht. Okay. Hä? Ja. Also eigentlich hätte man es jetzt andersrum erwartet, dass so ein Typ einer Frau diesen Spruch schickt ja. und sagt, ja, du bist voll das Eichhörnchen, glücklich mit einer Eichel im Gesicht. Und dann, ja, aber irgendwie... Okay. Ja, sehr direkt. Ne? Scheinbar gibt es doch Menschen, die diese Art von Anmachspruch bevorzugen. Ja, es gibt auch so einen anderen Anmachspruch, den wir mal hatten, irgendwie mit Ice mit Age. Mit Ice Age, ja. Einfach die Eichel reinrammen, um das Eis zu brechen. Eis zu brechen, ja, ja, genau, ja. stimmt. Ja, der hätte bei ihr bestimmt auch 100 pro gezogen. Eigentlich ganz witzig, ja. So, jetzt habe ich zum Abschluss noch was Wundervolles. Okay. Ja, und zwar, du hast ja am Anfang diesen Anmachspruch vorgelesen mit der Muschel. Ja. Ne? Ja. So, wir zeigen nochmal einen ganz kurzen Ausschnitt, wie Phil den vorgelesen hat. Hey. Und ich habe ja danach gesagt, dass ich den auch bekommen habe. Ja. So, und Phil hat scheinbar nicht die ganze Geschichte erzählt, denn der Screenshot ging noch weiter. Es ist die, oh. es ist die gleiche Konversation. Hä, echt? Und jetzt ist daraus ein Win geworden. Ach, echt? Ja, also ich habe von der jungen Dame 3 Screenshots bekommen. Der erste war genau der, den oh. du vorgelesen hast. Okay. Und jetzt ist das Gespräch noch weitergegangen. Ach, krass. Und es ist tatsächlich ein Win geworden. Und den will ich jetzt zum Abschluss Boah, was? Gerne zum okay, Besten geben. Okay, dann war ich nicht aufmerksam genug. Okay. Also, die junge Dame, nee, der Typ hat dann geschrieben, nachdem der Spruch mit der Perle kam, ja. hat er geschrieben, wenn du tatsächlich lachen musstest, hat der Spruch seine Wirkung erzielt. Oh. Und sie dann, hab das erstmal Bullshit-TV
gesendet. Ah, vielleicht war das die Nachricht, die sie dir geschickt hat. Ja, ja, ja. Und jetzt hat sie ja noch weiter mit ihm geschrieben. Vielleicht hat sie dann den Rest mir geschickt, keine Ahnung. Okay. Er schreibt, Alter, wenn wir bei Flirtfels landen, wäre schon lustig. Ach, geil, okay. Sie, ich hoffe doch. Glaube sogar, damit hätte ich realistische Chancen auf einen Win, oder was meinst du? Sie, auf jeden Fall. Er, hast du das echt dahin geschickt? Er freut sich schon voll. Ey, aber geil. Und dann schreibt sie, ja, würde es dir gerne zeigen, geht aber hier schlecht, weil sie noch in der Flirt-App waren. Okay. Und dann schreibt er, tja, weißt du, dann bleibt uns wohl leider nichts anderes. Ach, nee, Moment. Sie hat damit schon angedeutet, dass sie gerne bei WhatsApp schreiben will. Wenn sie sagt, würde es dir gerne zeigen, geht aber hier schlecht. Weil man ach, das ist auch so der Klassiker, ne? Ja, ja, und dann hat er es aber auch direkt gecheckt und schreibt, okay. Tja, weißt du, dann bleibt uns wohl leider nichts anderes übrig, als die Unterhaltung auf WhatsApp oder Instagram zu verschieben. Okay. Und ihre Antwort war dann direkt die Telefonnummer 0163. Nein, erzähle ich natürlich nicht. Hammer. Okay, aber geil. Guck mal, da hat er gut die Kurve bekommen. Ja. Er hat wirklich aus einem Fast-Fail einen Win gemacht. Dann noch einen Win gemacht, indem er einfach drauf eingestiegen ist und gesagt hat, ey, mega lustig, wenn du bei Flirtfels landen. Also, liebe Grüße, ihr beiden. Er heißt Thomas, sie heißt, ich hoffe, ich habe es richtig in Erinnerung, Svenja. Nice. Wenn nicht, korrigiert mich. Haltet uns mal auf dem Laufenden. Win der Woche. Ne? Wie immer bei solchen Wins, wenn ihr heiraten solltet, wir kommen zur Hochzeit. Ne? Ja, ist noch nie passiert, komischerweise. Ja, ist komischerweise noch nie passiert, aber vielleicht irgendwann mal. Vielleicht, ne? Vielleicht. Das war doch ein wundervolles Ende. Perfekt, ja? Happy End diesmal. Bis auf die Pferdegeschichte auch nicht ganz so verstörende Sachen heute. War eine lustige Folge, hat Spaß gemacht. Ja, war schön. Ich hoffe euch auch, wir hoffen euch auch. Lasst einen Daumen hoch da. Genau. Hört uns auf Instagram. Schickt uns natürlich die erotischsten Verläufe, klar, die ihr finden könnt, wieder zu. Yes. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, mach's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.